Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein Name ist Deria001 und ich zock zusammen mit meinem Kumpel Frostek bzw. Carsten. Moin. Das relativ neue Warframe. Das ist hier die offene Beta, die wir spielen. Kostenlos auf Steam erhältlich. Und ja, das Spiel scheint ein ziemlich interessantes Spielkonzept zu haben. Man kann zusammen mit Partnern oder mit anderen Online-Spielen Missionen in unserem Sonnensystem abschließen. Und sich so neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu erkaufen und so immer besser zu werden. Ich weiß gar nicht, kann man auch gegeneinander spielen oder nur zusammen mit Partnern bestimmte Missionen erfüllen? Also was ich bis jetzt gesehen habe, ist das nur reines PvE, also Player versus Environment. Ja. PvP habe ich hier noch gar nicht gesehen. Ich glaube, es gibt's auch gar nicht. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Also ich meine, PvP-Games haben wir ja ohne Ende auf dem Markt. Auf jeden Fall. Und mal so ein Taktik-Shooter, wo man zusammen mit seinen Kumpels bzw. mit Leuten, die man nicht kennt, Missionen erfüllen muss, finde ich nicht schlechte Idee. Also ich bin zuversichtlich, dass das irgendwann eins meiner Lieblingsspiele werden könnte. Also jetzt nicht forever, ne? Ich bin immer noch ein kompletter Battlefield-Nah, aber so vom Spielprinzip her ist das auf jeden Fall ziemlich nice gemacht. Ja, wir haben... was anderes. Ja. Wir müssen direkt mal sagen, wir haben eben eine Testrunde gespielt, um uns ein bisschen reinzufinden in das Spiel. Läuft flüssig, ihr werdet gleich sehen, es ist eigentlich ziemlich gut gemacht. Ja, sollen wir einfach mal loslegen? Machen wir. Alles klar. Geht's weiter mit M-Prime, Mission Gefangennahme, Fraktion Grainier, Stufe 1 bis 2. Ja, beim Merkur, ne? Also ihr seht, Leute, wir haben hier das Sonnensystem im Hauptmenü. Hier können wir auch einstellen, ob wir privat spielen wollen mit Freunden oder online mit fremden Leuten oder alleine eine Mission zocken wollen. Jetzt momentan sind wir ja im privaten Modus und sind zusammen mit Frostek im Clan, wie wir hier sehen. Dies hat auch die Mission schon gestartet. Ich werde also automatisch mitgezogen, wenn die startet. Und hier können wir auch die gesamten Planeten bespielen, die im Sonnensystem verfügbar sind. Und momentan, da wir ja gerade angefangen haben, müssen wir mit dem Merkur starten. Genau, das ist bis, ich glaube, das geht beim Merkur bis Level 5. Das ist dann das letzte Level in dem... Also beim Planeten. Genau, und dann geht's ja weiter mit Erde, Mars, Jupiter, Europa, Saturn, Uranus, also jede Menge Planeten mit jeder Menge Missionen. Wird ein bisschen dauern, bis wir das hier durchgespielt haben. Könnt euch freuen, weil dann gibt's noch viel aufzunehmen. Also es geht bis Level 400 oder 500, also das ist schon eine Menge. Okay, cool, das ist richtig geil. 400 Folgen, das wird, wenn wir das durchziehen, wird das richtig geil. Das wird krass. Ja. So, und los geht's. Zweite Mission, erste Aufnahme. Ja, das ist meistens das Intro anscheinend vor den Missionen. Ich glaube, es sollen auch Agenten darstellen, ne? Wir sind zwei Agenten, links der Carsten, rechts ich. Genau, wir haben zwei verschiedene Klassen. Okay. Ja. Also man kann unentdeckt spielen oder einfach metzeln, das bleibt einem frei überlassen. Ich glaube, es kann eventuell Konsequenzen haben auf das Missionsziel, aber ich bin mir nicht ganz sicher, also wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich glaube nicht. Also man kann einfach frei spielen und das Missionsziel kann dann auf jeden Fall erreicht werden. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dann können wir einfach drauf losballern. So, ich glaube, wir müssen hier runter. Ja. Zack. Okay. Da ist schon der erste Gegner. Ich kann mal versuchen, den von hinten zu netzen, aber irgendwie... Ja, ich halt schon mal... Steht er da ein bisschen ungünstig. Mit der Pistole drauf. Ach, soll ich ihn einfach abknallen? Ja, knallen wir ihn einfach ab. Ja. Okay. Jetzt können wir hier auch Items einsammeln, die wir nachher zum Waffenbau benutzen können. Das zeige ich euch nachher noch im Inventar, wie man Gegenstände verbessert und aufbaut.
Ich bin noch Level 0, deswegen kann ich noch nichts verbessern und so weiter, aber das kommt alles noch, sobald ich auflevel. Okay, da kommen schon die nächsten. So. Wollte gerade den Alarm auslösen. Oh, ja, Glück gehabt. Das machen die nämlich gerne und dann werden die Türen verriegelt und dann müssen wir erst diese Terminals hacken. Ja. Damit die Türen wieder frei werden. Ich habe auch ein Schwert, wie ihr seht. Ist ziemlich geil gemacht. Ich kann also die Gegner von oben angreifen und sie dann mit dem Schwert töten. Wo sind die Gegner? Wo sind die Gegners? Noch 100 Meter. Ich muss mal gerade meinen Ton hier ein bisschen. Ist zu laut? Anpassen, nee, ist zu leise. Okay. Bei mir geht's. Also Leute, wenn ihr euch nicht zufrieden seid mit meinem Ton, ne, wenn es euch zu leise ist oder so, ich stelle das immer so ein, dass es bei mir gerade im Spiel passt. Wenn es dann nicht stimmt für euch im Video, dann schreibt mich einfach an und ich guck mal, was ich machen kann. Gregor, was erzählst du da für ein Schwachsinn? Oh. Bin ich tot? Nee. Komischerweise kommen sie immer auch von da, wo wir gerade waren. Ja, ich habe nämlich das Gefühl, der ist gerade neben mir gespawnt. Ich glaube, ich bin tot, oder? Bist du tot? Ja, ich kann dir jetzt, glaube ich, helfen. Ich hänge nämlich. Oh, ich versuche mich zu beeilen. Nee, ich bin tot. Scheiße. Ich glaub, Wiederbelebung. Ich kann mich wiederbeleben lassen. Genau. Und das jetzt, das gibt es Minuspunkte wahrscheinlich, ne? Die musst du dir irgendwie, glaube ich, wieder kaufen. Die Wiederbelebung. Okay. Ja, wie ihr wisst, handelt es sich hier um ein Free-to-Play-Spiel und Free-to-Play-Spiele kann man ja schließlich mit Echtgeld aufwerten und hochpolieren. Das heißt, es wird hier einige Leute geben, die sich viel Stuff mit Echtgeld kaufen, wodurch die Publisher viel mehr Geld einnehmen würden, als wenn sie es einfach nur einmalig zum Verkauf stellen. Weil hochgerechnet auf den einzelnen User dann irgendein Verrückter mehrere tausend Euro für das Spiel ausgibt. Ah, das bist du. Ja, sorry. Oh, hinter dir. So bin ich eben auch gestorben, indem ich einfach blindlings irgendwo hingelaufen bin. Die sind sehr redselig, ne? Ja, doch. Das ist ein Problem, was man so nicht versteht. Ich versuche immer von hier oben Deckung zu geben. Hast du? Oh, hier sind zwei hinter mir her. Ich sehe dich nicht, Alter, dein Müsse. Noch zwei von den Starken. Ah, oh, die habe ich. Da hat wieder einer gespawnt. Ist auch tot. Da bist du. Hier oben und versucht ein bisschen Deckung zu geben. Ah, unter uns ist einer. Oh lol, wie bin ich denn geflogen? Jetzt hänge ich hier auf der Empore fest. Oh. Genau, jetzt ist der Alarm wieder aktiviert und dann muss man hier am Terminal. Jetzt das gerade mal hier. Kannst du es ja mal gerade mal zeigen. So, und zwar Minigame Style. Ich kann jetzt hier, muss jetzt diese Symbole hier. Ne? So, zusammenordnen, dass es wieder ein vollständiges Bild ergibt. Und dadurch wird der Alarm deaktiviert. Komm mal da oben dran. Ach krass, ich kann mich auch irgendwo hochhangeln. Siehst du das? Guck mal hier. Mhm, genau. Übel. Wenn ich hier unten reinfalle, sterbe ich dann? Ne.
So, wo müssen wir hin? Da hinten müssen wir hin. Genau. Ich sehe ein Ausrufezeichen. Gib mir ein Ausrufezeichen. So. Oh, von hier kommen sie. Die werden gleich von allen Richtungen kommen. Was ist denn da oben? Ich hab keine Ahnung. Ach lol, hier ist ein Roboter, der uns hilft, oder was? Das ist ein Feind. Nee, den müssen wir killen. Okay, what the fuck. Oder? Ja, irgendwie bin schießt er auch sicher. Auf die Gegner, oder nicht? Ich glaube, er schießt auf alles, was sich bewegt. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Nee, ich bin nicht. Also er schießt auf jeden Fall auf die Gegner, aber auf mich hat er auch eben geschossen. Ja. So, gibt's hier noch irgendwas? Nö. Ich glaube, wir müssen runter. Oh, da ist er wieder. Hier sind zwei von denen. Aber Viecher, die kenne ich ja gar nicht. Oh, was war das denn für einer? Keine Ahnung. Lol, der sah auf jeden Fall ziemlich anders aus. Oh. Die fliegen so komisch durch die Gegend, die Fritzen. Das sind einfach mal ganz andere Gegner. Jetzt haben wir gerade hier in die Front zwischen zwei Gruppen oder was? Ja, das scheint so, ne? Ja, was ist das hier für dicke. Alter, was ist das? Gute, was sieht aus wie. Kanonen oder so. Kanonen, Abwehrgeschütze, keine Ahnung. Oh. Wir sind auf jeden Fall in einem Raumschiff. Ja. Das wohl vorm Merkur angelegt hat. Ja, krass. Aber ich finde gerade keine Gegner. Findest du irgendwo was? Nee, das Ausrufezeichen zeigt auch gerade ganz woanders hin. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ja, anscheinend. Was ist denn hier? Kann man hier durch? Ah, ich will immer mich frei umsehen, aber das geht hier natürlich nicht. Wir sind ja nicht in Armor hier. Nee, hier kann man nicht durch. So. Oh, guck mal, wir laufen ineinander. Ah, was ist denn hier? Kann man hier unten nicht durch? Nee. Ah, doch, 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 oder? Ah, hier sind Schränke. Die können wir mal durchsuchen. Alles meins. Ja, irgendwie. Das Gute ist ja, die Schränke und Kisten, die hier rumliegen, die hauen ja auch immer für jeden persönlich was raus. Ja, und nicht für alle. Genau. Was ist das? Da hinten ist das Ausrufezeichen. Gut. Ach, da. Da ist die Tür. Okay. Ich höre auch schon die ersten Gegner. Und der Alarm ist an. Ich schalte mal den Alarm eben aus. Ja. Wo sind die denn? Ich blick's gerade selber nicht so genau. Ich gehe mal hier hoch auf die Empore und guck mal. Siehst du welche? Nee, aber ich habe eben da rechts eine erledigt. Aus der Ferne. Und noch Schränke. Also das Ziel ist. Irgendwo hier an Bord, wir müssen es finden, ne? Irgendwo ist hier ein VIP, den müssen wir ja killen. Wir von hier? Ich blick gerade nicht mehr so wirklich durch.
Ich auch nicht. Das Ausrufezeichen ist aber hinter dir. Also dann müssen wir hier. Vielleicht einmal rum. Aber was ist denn da unten? Da unten kann man nicht rein, da stirbt man, glaube ich, wenn man runterfällt. Ja. Stark dann noch aus, ja, beziehungsweise muss ah, hier rüberspringen. Wie macht man das? Man kann auch an der Wand langlaufen, ne? Okay. Verschließt auf mich. So. Was zum Henker? Hier muss irgendwo was hier, der Typ hier. Wo ist er denn? Der liegt hier auf dem Boden. Genau. Eh. So. Okay. Den sammeln wir jetzt ein. Und fertig ist es. Auf zum Ausgang. Gut. Oh. Oh, wow, what the fuck? Aber schießen die gerade mal von uns? Oh, ich hab's an den Kopf. Gib mir mal einen Headshot, dann fliegt der Kopf von denen weg. Boah, okay, das ist gerade voll der Krieg, lass uns doch weiterlaufen, oder? Können auch, glaube ich, hier lang, ja. Alter Schwede. Da ist immer noch einer. Alter, sind das viele hier. Meine Fresse. Oh shit, ich bin gleich. Nee, doch nicht. Ich dachte, die hätten mich. Also wenn du diesen komischen Typen Headshot versetzt, dann sind die sofort tot. Ach, so. Hast du das in der Mitte durchgeschnitten? Ja. Lol. Wenn du F gedrückt hältst, machst du einen mächtigen Schwertschlag. Ja. So, Alarm ist aktiviert. Ich gehe schon. Oh, ist ein ganz komplizierter Alarm. Oh je. Weiter geht's. Oh! Was hat die detektiert? Oh, da kommen ein paar. Ah, ja. Alter Schwede. Alter, da ist noch so ein Flugzeug. Flugzeug? Ab hier. Ja, da war irgendwas, was so geflogen ist. Achso, das sind Drohnen. Die kannst du übrigens auch mit einer Blaupause herstellen, die dir dann helfen. Ah, oh, nice. Boah, was hier rumliegt. Alter, Vater. Oh. Drin, ich fass das nicht. Also ich habe das Level solo durchgespielt und das war nicht so krass. Also die Gegner sind mir auch völlig neu. Die hatte ich vorher nicht. Oh. Ich meine, klar, es wäre ja langweilig, wenn das Level zu dritt genauso einfach ist wie alleine. Ja, genau. Und wahrscheinlich variiert das auch mit den Gegnern und so weiter. Aber die schießen nicht immer irgendwie, ne? Diese Roboter da? Nee.
Oh, da ist eine Drohne. Da war eine Drohne. Oh, da kamen schon wieder Tausende. Boah. Was ist das denn hier? Boah, Alter. Scheiße. Alter Schwede, sind das viele. Oh, da kommen viele, Junge. Puh. Keine Munition mehr für mein Maschinengewehr. Shit. Ich auch nicht mehr. Diesen Schrank. Irgendjemand noch da? Da ist noch einer. Es sind noch mehrere. Übel. Richtig übel. Macht ja glatt noch mehr Fun zu zweit. Ja. Als Solo. Vielleicht kennst du ja Solo nicht, aber. Es macht schon mega Fun. Also Solo ist dagegen sehr, sehr einfach. Dass hier auf tausende Gegner kommen. Oh. Der ist jetzt auf einmal her. Neben mir gespawnt. Ne, da kommt die Treppe hoch. Alter, alter Vater. Ich würde sagen, gehen wir mal runter, ne? Jo. Ich gehe rechts lang. Übel. Also diese Bällchen, die man hier aufsammeln kann, die sind für Spezialattacken und so ein Scheiß und Lebensregeneration und so. Schild. Ja, genau. Das heißt, man kann sie nur dann einsammeln, wenn man auch tatsächlich Platz dafür hat. Nur auf diese Items, die kann man auch nur einsammeln, wenn man noch Platz dafür hat. Oh. Oh. Schießt denn da? Was? Ach, da schießt er an. Da ist, glaube ich, ein Bug oder so. Guck mal, da schießt aus der Wand raus. Siehst du das? Warte mal. Aus der Wand? Sah gerade für mich so aus, ja. Hm. Okay, Alter, wie viele denn noch? Ich blick's nicht so ganz. Das ist echt übel. So. Können wir mal da hoch. Mal gucken, was da liegt. Ich habe, glaube ich, gelesen, dass Blaupausen hier in Levels versteckt liegen. Also man muss sie auch finden. Man kann welche finden. Wenn man Glück hat, das hast du ja hier auch mal hoch. Genau. Oh, da liegt schon jede Menge Stuff. Aber da war schon alles. Also hier war ich schon. Habe ich alles geöffnet. Da lagen noch Erfahrungspunkte. Weiter runter. Ah, da ist es schon vorbei. Ah ja. So. Oh. Das ist übrigens ein Explosionsfass. In der Tat. So, Level 1 abgeschlossen, liebe Freunde. Ich werde die Aufnahme aber noch nicht beenden. Ich werde erstmal in der Lobby euch zeigen, hier, wie das mit den Ausrüstungsgegenständen ist. Und danach reicht das dann für die erste Folge. Erste / zweite Folge. Genau. So, wir haben... Okay, du warst stärker als ich. Dafür habe ich weniger eingesteckt als du.
Du hast fast 20 Gegner mehr gekillt als ich. Ich hatte null Kopftreffer. Was? Das kann aber nicht sein. Ich habe eindeutig welche im Nahkampf getötet. Null Tode. Einer. Ja. Upgrades erhalten. Eins. Angesetzte Fertigkeiten. Ich habe noch keine Fähigkeit, deswegen schwierig. Aber Zielgenauigkeit. Bist du auch besser als ich. Beute aufgehoben. Du auch. Ja, irgendwie, ja, ich muss noch besser werden. So. Ich glaube, es war gerade ein Gegner da rechts, der das erzählt hat, ne? Oh, bist du noch da? Ich bin noch da. Ja, achso, du hast auch nur den Clan geschlossen, ne? Nee, gut. Genau, ich bin hier in der Übersicht jetzt mit den Planeten. Ja, ich auch. Dann gehe ich mal ins Arsenal. Und jetzt kann ich hier meine Waffen verbessern und ausrüsten. Jetzt gehe ich mal auf Upgrade. Und wie ihr seht, ich habe noch keine Upgrades. Deswegen kann ich auch noch nichts upgraden. Also man kann sich hier seine Waffen verbessern und beziehungsweise sich andere Waffen kaufen. Genau. Kannst aber auch dein Warframe, also Warframe ist dieser Anzug, den du trägst. Den kannst du hier auch noch ausrüsten, upgraden und designen. Hier gibt es also Zusatzteile, ich sehe es gerade. Shade, Wyrm. Da kannst du deine Farben anpassen und hast du nicht gesehen. Und ja, aber ich kann auf Design und Upgrade nicht drücken. Ich kann nur Ausrüsten machen erstmal. Achso. Naja, wie auch immer. Ich werde den das nächste Mal erst ausrüsten. Wenn ich genug Erfahrungspunkte habe und Level abgemacht habe. Ja, das heißt, wir haben noch ein neues Let's Play-Projekt auf meinem Kanal. Das dritte neue jetzt innerhalb von einer Woche ist auch übel. Aber es wird noch mehr kommen. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin damit dabei seid. Beim Warframe zocken, nicht Warfire. Ja, ich hab's mit den Namen von den Spielen nicht so. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nö, das war's auch schon. Mir gefällt das Spiel. Ich werde es weiter zocken. Und hoffe, dass ihr dabei seid. Bis zum nächsten Video. Immer schön den Daumen hoch, ne? Ist klar. Versteht sich ja von selbst. Immer schön Fremdwerbung machen für mich. Ne? Erzähl's weiter. Und bis zum nächsten Mal. Tschö.